So, da ist er wieder. Und weil wir hier so schön aufgestellt sind, machen wir das hier auch noch mal schön. Ich habe hier, das habe ich ja mal in einem Livestream gezeigt, aber die Qualität war eben sehr schlecht. Deswegen zeige ich das jetzt hier noch mal besser. Hab mir damals mal, also was heißt damals, vor ein paar Wochen, diese zwei schönen von Car Culture Autos mal gegönnt. Sehr geil. Und diese geile Karre habe ich von dem lieben Norman gekriegt. Grüße ihn mal rüber zu Norman Diecast. Oder wie er sich jetzt nennt, ich weiß es noch nicht ganz genau. Sag mal Bescheid. Wir machen das jetzt hier nicht zu lange, kicken uns das einfach noch mal kurz an. Und was ich hier eben sehr geil finde, sind diese Räder. Die gibt es auch einzeln in diesen Hot Wheels Real Rider Packs, also die einzelnen Räder. Finde ich schon sehr geil. Die kriegst du so nicht. Da hinten die ganze Werbung: Plymouth, BCM. Boah, was ist das da? Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Bella, glaube ich. Edelbrock auch noch. Was man hier mal bemängeln muss, das sieht man mit dem bloßen Auge nicht, aber man sieht es eben, wenn man sehr gut, also eine sehr gute Kamera hat, so wie ich, dass diese Decals, der Druck von den Decals an sich, seht ihr das da? Das ist gar nicht richtig ausgefüllt, die Farbe, sondern es hat so ein bisschen Poren, oder wie kann man sowas nennen? Es ist ein bisschen porig. Heißt für mich, dass die Decals nicht in einem super, super krassen Druck gemacht sind, sondern auch einfach nur, sagen wir mal, sehr billig. Und da frage ich mich eigentlich heutzutage, weil es gibt Lasertechnik und was weiß ich was für Techniken. Ich muss auch sagen, das war früher mal besser gemacht. Das ist mir aufgefallen in den Reviews, die Ministry of Diecast immer macht. Der macht ja auch immer sehr, sehr geile Reviews mit einer super Kamera. Und da siehst du das auch eben. Zum Glück, wie gesagt, fällt es nicht auf, wenn man so mit einem bloßen Auge raufguckt. Das sieht man eben nur, wenn man so krass filmt. Ja, ich werde das natürlich nicht auspacken, ist klar. Bleibt so in meiner Sammlung. Vorne sehr geil gemacht mit den Lampen da und auch dieser Grill. Schönes Ding. Wie gesagt, es handelt sich hier um einen Plymouth Barracuda Hemi. Und hinten, kriegt man, auch schön gemacht. Oh, geil. Also das muss ich wirklich sagen bei den Premium-Cars. Deswegen kosten die auch eben ein bisschen mehr. Die sind einfach geil gemacht. Besser als die Mainliner. Das kann man wirklich nicht. Da kann man nicht groß rumdiskutieren. Was auch immer hier ist bei diesen Karren, sie haben einen Metallunterboden. Das heißt, die Karre ist an sich schon schwerer und viel hochwertiger gemacht. Also, das ist schon sehr geil. Das Modell hier kommt von 2006. Das ist ganz schön alt. Also, das haben sie einfach nochmal neu rausgebracht. Für 2006 finde ich, sieht es sehr geil aus. Also, das kann man wirklich sagen, ja, das kannst du noch ein paar Jahre später noch rausbringen. Da kann man nicht meckern. Sehr geil. So, Mann, das dauert hier allzu lange. Dann muss man hier raufkicken. Und das Geile ist, ihr lieben Freunde, ich habe den Cyclone und den Chevy Love. Könnte man eigentlich jetzt nochmal zeigen, aber ich will das jetzt als One-Taker machen. Gerne. Den habe ich ja umgebastelt, weil die habe ich als Bohrleichen bekommen. Für ein paar Euros. Also wirklich auch günstig. Ich weiß gar nicht, vielleicht ein Euro die Karre. Also, ehne. Leider waren die jetzt nicht dabei. Wobei, den hätte ich, glaube ich, auch kaufen können. Der hat mir aber irgendwie nicht gefallen. Ich weiß ja nicht, jetzt würde ich sagen, scheiße, ha, ich war verpeilt. Ja. Wie gesagt, der hat schon neue Räder gekriegt und der Chevy Love auch. Eigentlich müsste ich es jetzt mal zeigen. Oh Mann. Gut, ich mach kurz Stopp. Ich musste zeigen. Beim Chevy Love waren wir angekommen. Und den habe ich eben weiße, schöne Real Riders raufgepackt. Und ich finde, er hier hat ja so eine silbernen, sieht auch geil aus. Aber ich finde das hier besser. Was hier sehr schwierig ist, finde ich, beim Umbauen, weil das ja unten alles Metall ist, du musst wirklich diese Metall, diese Halterung da weg
irgendwie wegkriegen, ja. Und ich habe das einfach mit der Bohrmaschine, habe da immer gegengebohrt. Ist natürlich gefährlich, also überlegt euch da lieber was anderes oder macht das mit einem Dremel. Keine Ahnung. Ich habe den Dremel leider immer noch nicht klar gemacht. Das Ding ist auf jeden Fall ein Hingucker, finde ich. Alleine mit diesen Farben, dieses Pfirsichfarbene mit dem Rot und Orange und dann Weiß. Und wie gesagt, ich habe hier sofort im Kopf gehabt, weiße Felgen müssen darauf. Und ja, das ist schon sehr geil. Hinten und vorne sind die Lampen. Er hat so ja ein Nummernschild. Also das ist schon ein sehr geiles Modell auch. Ich mag diese Chevy Love. Louvre. Ja, und dann haben wir hier den Cyclone, wie gesagt. Zyklone. Auch genannt, ja. Hat nichts mit Star Wars zu tun. Star Trek, meine ich. Der Klingone. Ich habe hier den GMC Klingone. Der Klingone, Junge. So, da war er wieder, Elsterglanz. Grüße ihn rüber. Auch sehr geil, das Modell. Wie gesagt, diese Premiums sind schon geil. Kann man überhaupt nicht meckern. Lampen angezeichnete Zeichen, richtig schön gemacht. Ich glaube, den gibt es auch. Oder gab es als Mystery Model in Schwarz und da hat er eben keine Lampen gehabt, sondern nur diese kleine Cyclone-Schrift. Da hinten steht so ja noch GMC auf dem Nummernschild. Das ist geil. Wirklich schön gemacht. Top, top, top. Unterboden, auch wieder Metall. Von 91. Ja, und dem habe ich diese Oldschool-Schlappen raufgemacht. Auch Real Riders. So, und ditte ist cool, weil dann habe ich drei aus dieser Line, beziehungsweise Serie. Jetzt dauert es aber wirklich wieder zu lange. Das Ganze kommt von 2020 oder sagen wir aus dem Jahr 2020. Car Culture Power Trip. Cooles Ding. Ist auf jeden Fall aber was anderes als dieses hier. Genau, die heißen nämlich Hyperhauler. Und jetzt kommen wir zu diesen Hyperhauler. Und zwar den 75er Datsun Sunny Truck. B120 auch genannt. Deswegen steht auch diese 120 da drauf. Und er hat auch ein geiles Design. Guckt euch das mal an. Yokohama JDML. Da auch wieder diese japanische Schrift, die wir letztens ja auch schon öfter mal gesehen haben. Ich glaube, das heißt wirklich Hot Wheels. Geiles Bild auch, muss man mal sagen. Sehr schöne Karte so. Und die Karten waren ja auch sehr gut erhalten hier in dem Fall. Richtig geil. Kicken uns das hier an. Unterboden natürlich wieder Metall, ist klar. Ist Premium, ne? Premium, du. Ja, vorne die Lampen. Schön decollisiert, sag ich mal. Was steht da vorne drauf? Oh, ich kann das so nicht lesen. Ach, Datsun oder was? Steht da dazu ein Sunny? Könnte sein, wa? Ja, wie gesagt, vorne sehr schön gemacht mit dem Grill auch und so. Einfach nur geil. Dann hat er da hinten irgendwas liegen. Oh, ich weiß nicht, was das sein soll. Irgendwas liegt da hinten drinne. Ja, sehr schön. Auch ein Chrom-Metallic-Lack in Weiß. Perlmutt, könnte man fast sagen. Richtig geiles Modell. Was ich hier auch cool finde, diese Real Riders, das sind ja die, Moment mal, das können wir nämlich auch mal gleich hier einbringen, um den Vergleich mal zu haben. Diese Real Riders, die sind praktisch nachgemachte, würde ich mal behaupten, aus China. Und das sollen diese darstellen von den, ja, von den Originalen. Und man sieht, es ist ein Unterschied wirklich. Erstens mal in diesem Chromlack, das da oben, ich nenne das immer Industriechrom. Keine Ahnung, ihr könnt gerne mal schreiben, wie der wirklich heißt und wo man den vor allen Dingen kriegt. Außer im Sprüherladen vielleicht, da war ich jetzt noch nicht gucken, wollte ich aber mal machen. Und diese untere, der ist eben ein bisschen matter, sag ich mal. Und das Ganze ist viel größer. Also die unteren, diese nachgemachten sind praktisch größer als diese kleinen da oben.
wenn das so ist. Ich denke mal schon. Und ist aber auch egal und cool, weil ich finde die echt ganz geil, diese Räder. Die sind zwar natürlich wirklich geiler, weil sie so extrem chromig sind, aber sie sind eben auch kleiner. Ich finde aber bei dem Modell hier zum Beispiel passt das super dazu. Kann man absolut nicht meckern. Das sieht einfach nur Punkt, Punkt, Punkt geil aus. Hinten auch dazu nochmal drauf, die Lampen schön angemalt, beziehungsweise decollisiert. Einfach nur geil. Super Modell hier, finde ich. Und auch eins der, die mir jetzt, sag ich mal, am Herzen lagen. Weil die anderen hier, können wir ja uns mal kurz angucken, gefallen mir eigentlich nicht so. Der Ford da oben, der geht noch. Ford F150 ist auch ganz nice. Aber die anderen sind für mich jetzt nix. Ja. Vor allen Dingen, den habe ich mir gekauft als. Moment mal, das können wir auch mal gleich mit einbringen, falls ich den hier gerade finde. Nee, doch, finden wir hier. Momenti, ist das nicht der Baja Bouncer? Nee, könnte wieder ein anderer sein. Toyota Offroad Truck, das ist so eine Themenkarte, habe ich ja auch neulich schon vorgestellt und gezeigt. Ah, Mann, wenn diese Schärfe hier, Mann, ey, kriegt die Krise. Gut, also ist das ein anderer. Hier die ganze Werbung hier hinten drauf, alles lizenzierte Zeug. Die Karre kommt auch von 2020. Hyper Haulers, wie gesagt, ich finde der Datsun ist der beste von dieser Serie. Kann man nicht anders sagen. Und deswegen, es war auch von einem Verkäufer, muss ich nicht sagen, aber ist so gewesen. Deswegen hat sich das gelohnt, alle beide gleich zusammen zu kaufen. Und der Preis war auch gut, deswegen. Hier war der Preis noch besser. Grüße ihn mal rüber, wie gesagt, an Norman, der ja auch mittlerweile in der Community gut aufgenommen wurde, sagen wir mal. Und ja, er hat mir dieses Ding veräußert. Fast and Furious Quickshifters, keine Ahnung, die 5 von 5. Auch ein Real Rider. Und der hat auch schöne, wie sagt man, Reifenstruktur. Seht ihr das da? Man kann es gut sehen. Ich weiß gar nicht, ob die anderen das jetzt auch hatten. Nee, er bestimmt nicht. Der hat das glatt. Glatt wie ein Babypopo. Und er hat aber auch doch wieder, wie nennt man sowas? Spurrillen? Profil. Genau, Profil. Da ist es nochmal. Ja, auch unterhalb natürlich wieder Metall. Schönes Ding. Corvette Stingray Coupé ist eigentlich nicht so mein Fall, aber wie gesagt, ist echt geil. 65er Corvette Stingray Coupé. Eigentlich ist er schon cool, weil dieses Schwarz mit dem Rot irgendwie passt. Irgendwie hat das was. Vor allen Dingen, er hat schöne Tiefbettfelgen. Das kommt auch geil. Ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. Das ist auf jeden Fall. Gut tief. Wir gucken uns den vorne an. Da ist leider jetzt nicht so spektakulär. Aber er hat unterhalb. Oh Mann, ey, Kamera. Unterhalb da so die Lampen so ein bisschen angezeichnet. Ja, weil die da oben sind zu. Auch der Türgriff ist gemacht. Also ist schon eigentlich cool. Hinten hat er denn dieses Corvette-Zeichen drauf? Und vor allen Dingen Nummernschild, das ist geil. Und was hat er noch? Ist da noch sonst was? Ja, diese Lampen sind noch mal in Schwarz angezeichnet. Ja, geile Karre. Danke nochmal an Norman auf jeden Fall. Das ist cool. Und der ist auch, wie gesagt, hier gut in meiner Sammlung drin. Leider ist hier hinten doch man echt schlecht erkennen, wollte ich gerade sagen, aber es geht. Da haben wir auf jeden Fall dieses. Boah, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß. Suki oder was? Das Auto von Suki, glaube ich. Denn dieser Geile da, der ist auf jeden Fall cool. Dieser Blau mit Silber.
Dann haben wir da ein Acura, wenn ich mich nicht irre. Und da nochmal ein Plymouth. Weiß ich aber jetzt auch nicht genau. Kann man ja alles sehen in diesen Reviews, die es so im Internet gibt. Sehr schön. Das Ganze kommt von 2020. Ja, also die beiden finde ich echt noch geil. Die würde ich mir auch noch holen. Ja, das soll es dann aber auch gewesen sein. Mehr gibt es hier gar nicht zu sagen und zu sehen. Das sind, sag ich mal, meine ersten originalen Real Rider Karren. Ja, in meiner ganzen Sammelkarriere. Ist ja schön krass, dass ich nur drei da habe. Drei? Aber gut, so ist das, wa? Grüße ihn rüber. Viel Spaß bei dem Video. Und ich sage, Rinjahorn. Bye bye.